Ich glaube, das größte Maß an Sicherheit ist eine klare, umfassende Information der Bevölkerung. Was droht in einem Worst-Case-Szenario, von welchem Zeitraum ist auszugehen? Und das ist ein klassisches Beispiel, dass die Kommunikation der Bundesregierung keine in sich schlüssige ist. Es hat heute der Bundeskanzler von einigen Wochen gesprochen, der Gesundheitsminister von einigen Monaten. Das sind Widersprüche, die die Bevölkerung verunsichern. Ganz einfach deshalb, weil man nicht weiß, worauf soll man sich einstellen. Und wenn es hier klare Vorgaben gäbe, dann wüsste jeder, was er für sich, für seine Familie, für sein Unternehmen etwa, für seinen Arbeitsplatz zu erwarten hat, und das würde die Sache leichter machen. Also ich habe ja schon von Anfang an die Auffassung vertreten, dass es notwendig ist, die Grenzen dicht zu machen. Das ist am Anfang als Panikmache abgetan worden. Man hat gesagt, man kann damit das Virus nicht aufhalten. Nein, aber es ist eine von vielen Schrauben und man muss an jeder, die möglich ist, drehen, um diese exponentielle Ausbreitung zu verhindern. So, jetzt haben wir die Grenzen, zumindest in Richtung Italien, dicht gemacht. Ich rede ja immer nur vom Individualverkehr, vom Personenverkehr, vom Reiseverkehr. Natürlich müssen wir alles tun, um den Warenverkehr aufrechtzuerhalten. Aber es macht doch keinen Sinn, nur die italienische Grenze zu schließen und jetzt die Grenze zur Schweiz und zu Liechtenstein, wenn man bedenkt, dass überall um uns herum natürlich Länder sind, wo die Infektionsraten in die Höhe gehen. Also vorne die Tür zuzumachen und auf der Rückseite alle Sperrangel weit offen zu lassen, das nenne ich inkonsequent. Das ist nicht nachhaltig und das bringt uns gar nichts. Es kostet nur Zeit und in dieser Zeit wird sich das Virus weiter exponentiell verbreiten und die Gefahr wird größer werden, dass das Gesundheitssystem sozusagen durch einen Schlag gegen seinen schwächsten Punkt, und das ist die Intensivmedizin, zu kollabieren beginnt. Deswegen braucht es die umfassende Schließung der Grenzen. Das gilt im Übrigen auch für den Flugverkehr. Das nützt nichts, wenn ein paar Flugdestinationen nicht mehr in Wien oder sonst wo in Österreich landen dürfen, aus Paris oder sonst wo, sondern dann muss das umfassend geschehen. Und wenn man den Leuten erklärt, dass das notwendig ist, dann werden sie das auch verstehen und diese Einschränkungen in Kauf nehmen. Und genau darum geht es mir. Schenkt doch der Bevölkerung reinen Wein ein. Die Leute merken, dass im sprichwörtlichen Sinne etwas in der Luft liegt. Da ist es einfach notwendig, ein umfassendes Maßnahmenpaket zu setzen. Und was die Pflegerinnen betrifft, die aus anderen Ländern kommen, da sehe ich jetzt keinen Widerspruch, weil die könnte man sehr, sehr leicht unter Sonderregelungen für medizinisches Personal subsumieren und ihnen den Grenzübertritt ermöglichen. Also das ist, glaube ich, die geringste Problematik. Insgesamt haben wir ein Problem mit einer unglaublichen Abhängigkeit in diesem Bereich, aber vor der stehen wir schon länger und da haben wir auch schon länger gesagt, dass wir hier eigentlich am falschen Weg unterwegs sind. Braucht es noch